Ja, hilf mir, hier sind ja nur 538.000 wilde, völlig irrsinnig geratene Spassen. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie an Ihren altertümlich anmutenden Empfangsgerät natürlich. Herzlich willkommen zurück zu Outlast 2, Folge 15. Ja, wir mussten in der letzten Folge, ich meine, Sie wissen es ja, Sie sind ja ausdauernde Zuschauer, durch Wasser watscheln und dann Strom beiseite drücken, beziehungsweise den Strom ausstellen. Ja, genau das suche ich. Genau das suche ich. Verfluchter Bockmist, hier komme ich. Und hier drunter her? Was heißt? Ja klar. Also ich muss da auf jeden Fall mit dem Waggon interagieren. Was wäre denn jetzt sinnig? Zurückschieben? Also zurückziehen? Nicht, ne? Also nach vorne? Gibt ja nur wenig Optionen, ne? Vor oder zurück? Ja. Hinein ins Glück. What did you do to her? You can't keep a secret from yourself. Das hätte ich später machen sollen. Ne? Aber schön, das Spiel. Ah, bitte. Nehmen Sie. Schieben Sie zurück, hm? Ah, aber noch so, dass ich vorbeikomme. Oder? Ich gehe natürlich trotzdem mal hier rein und guck mir das an, was wir hier haben. Oh, eine gute Mull. Eine gute Mullbinde. Ich habe noch nie so sehr auf Binden gestanden. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich muss das nicht wieder ganz nach oben schieben, sondern es reicht, wenn ich das dagegen drücke. Jetzt muss ich das wirklich. Beeilung, junger Mann. Beeilung. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Wir haben doch keine Zeit. Und dann soll das da durchdämmern, ne? Sehe ich das richtig? Okay, ich glaube, wir haben genügend Anlauf. Ja. Komm, das filmen wir. Das will ich auf Cam. Das nicht. Du verfluchter Stinker. Lass mich in Ruhe. Oh, mein Gott. Türen. Ich wollte schon wieder sagen, zu viel Optionen, die ich hier habe. Dabei stimmt das gar nicht. Ich kann nur hier lang. Na dann, Maranda. Oh nein. Ja klar, da wo die blutenden Fuß- und Handabdrücke sind, da will ich hin. Da will und muss ich hin. Oh Lin, ey, was machst du mit mir? Fuß unter der Erde. Ja gut. Sind ein paar Füßchen, hä? Hm. Achso, na, ich dachte, der will irgendwas filmen. Nein, die Batteries. God doesn't love you. Not like I do. Scheiße. Verkackt. Mann, Spiel, gib einem doch wenigstens die Möglichkeit mal. Wenigstens was zu checken. Alter, du bist ja voll Argo. Du bist ein richtiges Rambo-Spiel. Sofort auf die Fresse. God doesn't love you. Not like I do. Und runter. Alter. Schneller. 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 Noch schneller. Schneller. Nicht so langsam. Schneller.
Schön, wie schnell du kraust. Schön. Ja, ja, das ist gut. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich weiß jetzt schon, bevor ich raus... Alter! Nein! Oh, man! Alter! Mmh. Er macht doch immer das, was er soll. Nein, hier nicht... Oh, oh Alter! Einfach weiter. Ja klar. Ja, kommt mal alle hier ran. Kommt mal alle nach unten. Hier riecht's gut. Hier ist es wirklich wundervoll. Da komme ich. Komme ich da hoch? Nee, natürlich nicht. Hier komme ich da auch nicht hin, oder? Doch. Aber das bringt mir doch nichts. Toll, jetzt flash ich voll am Feuer. Hm? Das ist mir so was von angenehm, hier durchzumolochen. Also, ich muss doch irgendwie da nach oben. Spiel, da kannst du mir erzählen, was du möchtest. Ich werde nach da oben. Oder werde ich... Ah. Alter. Was war das schon wieder für ein Geräusch? Hm. Geh da einfach nach oben. Mensch. Du sollst nach da oben gehen. Mensch. Oh. Ich höre ja die Geräusche. Die gefallen mir ja auch nicht. Und so, hier war wirklich falsch, ne? Aha. Aha. Oh. Oh. Na komm, hier nicht lange rumgesuche. Ab nach oben. Ab nach oben mit uns. Boah, ich vermute so viel Schlechtes, ey. Oh ja. Och, liebe Batterie. Boah. Du doofe Kamera. Wie kann man so viel Batterien verschlingen, ey? Du hungriges Biest. Pack die Kamera aus. Pack die Kamera aus, Mensch. Oh. Ernsthaft? Nee. Doch. Gibt keinen anderen Weg. Ja klar. Wow. Nee. Kamera an. Bloß an. An, an, an. Alter. Ja, das klappt nicht. Das ist nicht von Erfolg. Ja. Ach so, vielleicht soll ich nach oben, ne? Ja, gut. Als erstes gehe ich hier lang. Weil ich vermute, dass ich hier nicht lang muss. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwas Brauchbares finde. Doch, ich kann... Gut, wir können uns jetzt über Brauchbarkeit streiten. Ja, wir... Ja, ne? Haben wir schon mehrfach drüber geredet. Die filme ich nur mal kurz ab für die Leute, die es lesen wollen. Ja, weil noch niemand ein Let's Play von Outlast 2 gesehen hat. Gehe ich mal davon aus. So, jetzt legen wir hin.
Dann muss ich vielleicht doch hier lang. Dann gucke ich mir die andere Seite aber jetzt einfach nicht an. Jetzt bin ich schon hier auf dem Weg. Ja, genau. Einfach dran vorbeiquetschen. Ich dachte schon, ich muss wieder in die Hocke. Aber das ist viel besser. Hallo, hallo. Na, hallo? Das ist ja wohl. Das ist ja wohl. Eine Frechheit sondergleichen. Jetzt gib her, meine Cam. Ich bin gekommen. Jetzt gib her, meine Cam. Und meine Lin. Ja, hilf mir. Hier sind ja nur 538.000 wilde, völlig irrsinnig geratene Spassen. Aha, I'm beating you. Get off. Get off me. No. You have to tell me. Get off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Okay, ich kann wieder spielen, das heißt, ich schalte mich mal wieder rein. Alter, crazy. Geil, gut. Gefällt mir auch so geil, dass wir jetzt auch noch so einen Abschnitt spielen. Das ist ja... Ah, okay. Ich kann zwar steuern, aber eigentlich... Ne, ich kann stehen bleiben, aber du machst die Hauptarbeit. Du führst mich. Ich kann quasi nur mitlaufen. Oh mein Gott. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? Das I asked first. Weiß ich auch nicht, warum ich mich ziere. No, I don't know. Nerd, shut up. You are. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. Alter, worum geht's? I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Alter, ich bin so gespannt, wo die uns jetzt hinführt. Alter, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Alter, ist das krank. Alter, was heißt krank? Das ist geil, dass jetzt auch noch so... Dieser Part in der Vergangenheit, es hat sich ja immer wieder um die Vergangenheit gedreht und auch hier um diese Schule. Aber es waren ja eigentlich nur diese... You think your parents are home yet? No, usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Es waren ja sonst immer nur so Horrorszenarien, die in der Schule gespielt haben. Keine richtigen Erinnerungen. Und ich bin mal gespannt. What don't you know, Jessica? Oh, sorry. We... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. Loudermilk. Stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Alter. Jessica, do I need to call your father again? No. Was ist mit ihm? Warum redet er so krank dabei? I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Wirst du dies go along home, Blake? Wirst du dies mit mir berechtigen? Hä? Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know,
Shame is a gift from God. To let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. Alter. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Oh, no. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Alter. Deshalb mussten wir immer einen Exit suchen. Weil der das... Hat er das vielleicht in der Vergangenheit so gemacht, dass er dann einfach weggegangen ist? Und das zermürbt ihn so von innen. Kann das sein? Wie komme ich jetzt da wieder hin zu dem Typen? Alter, ich kann nicht einfach gehen. Alter, ist aber auch so dunkel, dass ich nichts sehe. Alter. Alter. Eigentlich will ich gar nicht wissen, was da passiert ist. Ich kann auch sonst nirgendwo hin. Und es ist überall... Warum? Das scheint mir doch jetzt eine wahre Erinnerung zu sein. Warum ist hier Blut? Das kann doch nicht... Das kann auch keine wahre Erinnerung sein, sondern auch irgendwelche Fieberträume. Ich krieg so selten Gänsehaut, ne? Krieg ich jetzt aber, weil das so krank ist. Alter. Nein. Boah, ich dreh durch. Alter, ich dreh durch. Boah, echt. Alter, das kann doch nicht sein. Nein. Muss ich jetzt einfach... Alter, dieses Spiel, Hilfe! Was macht das Spiel mit mir? Alter, ich dreh durch. Oh. Ui. Ui, 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 ui. Wo lang? Da geht nicht, da geht nicht, da geht nicht. Ja, da wo Licht ist, hä? Erstmal da, wo Licht ist. Kann ich das schließen? Nein. Alter, ich bin so geflasht. Ich will jetzt einfach wissen. Sind das wahre Erinnerungen oder dreht der hier nur verständlicherweise völlig durch und schmiert alles in seinem Kopf zusammen? Fuck! Fuck! Lynn! Wiederholt drücken? Nee. Lynn! Ich rückwärts um die Tür. Aha. Pregnant. Alter. How are you pregnant? Please. I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. Schon bin ich wieder da. We have to get out of here. Ich weiß nicht, was ich gerade abfilme. Mal wieder. Mikrofon darfst du auch anmachen. Ja, schauen wir auch mal rein. Die Zeit haben wir, Lynn. We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up and we'll tell them what happened. We'll be okay. It's not my fault. Was? Wir finden einen Erwachsenen und sagen, es war nicht meine Schuld, unsere Schuld? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Der bringt wie ich alles durcheinander. Der bringt die Zeiten komplett durcheinander, Alter. Also... Gemeinsam über den Stock können wir nicht. Stock vor allem, den Baumstamm. Da will ich natürlich hin, weil es da leuchtet. Da.
kommen wir aber nicht hin, ne? Alter, das ist ganz schön... ganz schön schwierig, uns beide hier gemeinsam zu manövrieren. Jetzt hänge ich schon wieder. Menschenskinners. Hier komme ich auch nicht lang. Oder? Nee, springen können wir gemeinsam auch nicht. Also zu zweit sind wir hilfloser als einzeln. Was ist denn hier los? Vielleicht mal kurz? Verschwinde von hier. Ja gut. Der Auftrag ist recht simpel. Ja. Wir können nicht klettern. Wir können nicht hier runterspringen. Irgendwo gemeinsam so nebeneinander hochlaufen. Dafür ist ein Baumstamm einfach viel zu dünn. Das können wir auch nicht bringen. Na, die Sonne wird mir schon den Weg leiten. What the fuck? Boah, war das geil. We have to find shelter. Scheiße. As far from those places we can get. Yeah. Nur wo? Nur wo? Oh mein Gott, wo wollt ihr Unterschlupf finden? Seid ihr des Wahnsinns fette Beute? Down here. We have to get inside before the baby comes. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down. Please, Blake. Oh nein, bin ich jetzt gleich wieder alleine? Jesus. Be careful. Ah! Fuck. Fuck. Lynn. You okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. Oh, Scheiße. Ich dreh durch. Das ist... Alter, das ist viel zu heavy. Die kann sich bestimmt da mal ausruhen, ne? Oh nein. Oh shit. Come on. Come on. Kann ich direkt wieder reinschalten? Alter. Oh, fuck. Jesus Christ. Oh, da geht's nicht lang. Oh. What the fuck? I think something's wrong. Oh mein Gott, ist das heftig. Ich kann doch nicht mit dir hier durch. Das kann ich doch nicht bringen. Da auch nicht. Boah, das ist so schwer, euch beiden hier durch zu manövrieren. Boah, Alter. Boah, was stimmt mit dir nicht? Oh mein Gott, wie geil. Alter, oh Herr, gerufener kamst du noch nie, ey. Alter. Fuck you! Fuck your God! Echt absoluter Durchdrehmodus. Boah, ist das heftig. Ey, ich hätte nicht ge... Ich dachte mir schon, dass das ein verdammt gutes und gruseliges und krasses Spiel ist. Und klar, die Story ist jetzt nicht... hier Oscar prädestiniert. Aber das ist schon verdammt gut. Das ist... Wow, das ist einfach wow. Boah, jetzt hier durch. Oh. Echt, ey. Boah, das ist auch so krass gemacht mit dieser Mischung.
Mischung aus, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aus Orientierungslosigkeit und irgendwie, ja doch, irgendwie findest du da einen Weg. Weißt du das jetzt schon? Du war, oder war die schon von Anfang an? We can take shelter. Ja klar, in die Kapelle, in die Moa. In die Kapelle, Kartoffel. Ja, ja, rein da. Rein da hab ich auch mega Bock drauf. Na gut, was soll man echt machen, ne? Wenn... Was ist die Kapelle? It's cold. Nee, scheiße. Ja, ach nein, wir hängen. Oh, wir hängen, wir hängen, wir hängen. Maria vor der Gnaden. Storm's getting worse. Oh, komm, es sind nur noch ein paar Meterchen. Komm, das schaffen wir. Komm, das schaffen wir. Nur Mut, Lin. Nur Mut. Mut on, tut Lin. Gut. We have to get inside. Okay. Okay. Und dann jetzt mal weiter aus Scheibenkleister. Ah, so, hier fühlen wir uns wohl. Ja klar, meine Herren. Oh, oh mein Gott, auf die Strecke. Oh, bitte. You need to lie down. I can't do this. You can do this. Oh God. Das ist doch einfach. Just keep breathing. Oh my God. Feels like something's wrong. Dem ist ein normaler Mann nicht gewachsen. I know, Alter. Baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Oh, fuck! Fuck! Ah! Oh God! Alter. Keep breathing. Oh mein Gott. Ich komme nicht mehr klar. Und wo ist die Nabelschnur? Komm, die haben das jetzt relativ detailliert dargestellt. Da hätte auch noch eine Nabelschnur. Oh Jesus Gott. Nein. Lin! Lin! Nein. Ich flipp aus. Alter, nein. Oh nein, Alter. 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 So, Lin said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Ah. Oh, my God. Stop it. Get up. I got you again. That's the child, isn't it? My God. I've taken care of my children. But yours... I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered Paradise. Was ist los mit ihm? God has gone silent. Since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all?
Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. Boah, Alter, du Stück Scheiße, ey. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Alter, das ist jetzt... Alter, ist das ein... Das ist so krass. Das Spiel war von Anfang an krass und es wurde einfach immer krasser. Alter, das ist doch einfach nur noch... Na, ich verdrück mich gerade. Alter, die Story... Die Story ist gut. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Hat sicherlich keinen Oscar verdient, aber für so ein Horrorspiel... Krass. Wirklich verflucht krass. Oh. Schöne Musik. Engelsmusik. Werden wir jetzt eventuell sogar das Ende erreicht haben? Ich laufe mal nicht so schnell. Ich will hier gar nicht durchrennen. Die schöne Musik können wir mal genießen. Endlich mal eine schöne Atmosphäre in diesem Spiel. Eine gute Atmosphäre hat uns ja die ganze Zeit begleitet, aber halt keine schöne. Und jetzt kann das sein, dass ich jetzt nochmal... Ja gut, ich durchlaufe nicht das ganze Gebiet, aber... Gott. Warum? Warum sind hier andauernd verdammte Erdbeben? Ich wollte schon Erdbeeren sagen. Aber über Erdbeeren hätte ich mich gefreut, nicht über Erdbeben. Sind doch einfach nur crazy. Die sind doch. Oh nein. Okay, sie ist glücklich. Try to find me. I'm over here. Ja, sprich mal weiter. This way, Blake. Könnte das sein, dass ich richtig laufe? Send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Wow. Wow, ist dieses Spiel eine Erfahrung wert, meine Damen und Herren. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber ich habe schon gedacht, dass dieses Spiel creepy ist. Und darin hat es mich zu 100%ig bestärkt, dass dieses Spiel manchmal auch anstrengend sein kann und meine Frustrationstoleranz ausreizt. Darin hat mich das Spiel auch bestärkt. Aber auch so von der Story und so vom Gesamtaufbau. Ich meine, wie gesagt, die Story ist nicht Hollywood-reif, bla 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 bla. Aber so wie die das verpackt haben mit den unterschiedlichen, ich sag mal, Zeitsträngen und mit den unterschiedlichen Szenenwechseln, das ist verdammt gut gemacht. Ich glaube, da sucht dieses Spiel auch aktuell noch eigentlich seinesgleichen. Krass. Also wirklich krass. Von der Atmosphäre, von der optischen Atmosphäre, von der Grafik insgesamt. Alter, ich bin richtig geflasht. Ich bin richtig positiv geflasht. Wow.
Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu spielen. Wie gesagt, auch wenn ab und zu meine Frustrationstoleranz ausgereizt wurde und ich auch ein bisschen gecuttet habe, weil sonst wäre das einfach zu lang geworden, weil ich manche Situationen echt paar Mal spielen musste. Ein wunderbares Spiel, genau, Musik kommt hier gerade auch unglaublich gut gemacht, unglaublich gut, Lichteffekte unglaublich gut, diese Düsternis unglaublich gut, also wirklich Outlast, Red Barrels war, glaube ich, die Firma, ne? Respekt, Respekt, ich hoffe, davon kommt ein dritter Teil. Und ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, für mich war's das. Ich klinke mich hier raus. Ich danke Ihnen für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und Sie wissen es ja. Mein Name ist Tibor und ich bin verflucht noch eins raus aus dieser Nummer. Ciao!